Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Wir werden heute zusammen einen schnellen und einfachen Kirschkuchen mit Streuseln backen. Die Zutaten dafür findet ihr wie immer in der Beschreibung und im Video eingeblendet. Wir fangen damit an, das Mehl abzuwiegen. Wir nehmen hierfür ganz normales Weizenmehl. Zu dem Mehl geben wir anschließend den Zucker hinzu. Nach dem Zucker folgt noch eine Packung Vanillezucker und danach eine Prise Salz. Wir stellen nun die Schüssel zur Seite, geben einen Teller auf die Waage, um die Butter abzuwiegen und setzen die Waage noch zurück. Nun wiegen wir die Butter ab. Ein kleines Stück fehlt noch. Und noch ein kleines Stück. Das Ganze geben wir nun zu dem restlichen Teig. Nun benötigen wir zwei Eier. Diese schlagen wir am Rand der Schüssel auf und geben sie ebenfalls hinein. Noch schnell das zweite Ei und fertig sind die Eier. Anschließend kommt noch eine Packung Backpulver dazu, welche wir ebenfalls einfach oben drauf streuen. Das Ganze wird nun gut durchgeknetet. Dafür nehmen wir das Handrührgerät mit den Knethaken. Wegen der Butter braucht ihr übrigens keine Bedenken haben, diese wird von dem Rührgerät gut durchgeknetet und verteilt sich auch schön. Nach 2-3 Minuten sieht das Ganze dann so aus. Nun benötigen wir eine Kuchenform, auf welche wir einen Schmierer Butter geben, wie ich das hier gemacht habe. Diese kommt nun für 1-2 Minuten in den Ofen, damit sie etwas anschmelzen kann und wir sie nachher besser verstreichen können. Wenn die Butter angeschmolzen ist, nehmen wir einen Pinsel und schmieren damit die Form gut ein. Wir sollten hierbei auch die Ränder nicht vergessen. Nun nehmen wir den Teig. Wir geben davon ca. 2 Drittel oder ein kleines bisschen mehr in die Kuchenform. Anschließend drücken wir diesen mit der Hand flach, bis die ganze Form damit ausgefüllt ist. Wenn ein kleines Loch übrig bleibt, stopfen wir dies einfach mit noch etwas Teig zu. Nun machen wir uns an die Kirschen. Wir benötigen dazu eine Schüssel und ein Sieb zum Abgießen. Wenn die Kirschen abgegossen sind und noch ein paar Minuten abgetropft haben, geben wir diese auf den Teig. Anschließend verteilen wir sie mit den Händen gleichmäßig. Auf die Kirschen kommt nun der restliche Teig, und zwar in Form von Streuseln. Wir bröseln diesen also darüber und verteilen ihn gleichmäßig. Wenn die Streusel auf dem Teig sind, benötigen wir noch ein paar Mandeln. Wir schneiden dazu die Packung auf und geben großzügig Mandeln darüber. Ich nehme hier die dreiviertelste Packung, wer will, kann aber auch gern die ganze Packung nehmen. Nun geht's ab in den Ofen. Der Kuchen muss für ca. 40 Minuten bei 180 bis ca. 200 Grad backen. So, die 40 Minuten sind nun um und wir nehmen den Kuchen wieder heraus. Wir sehen, er ist schön goldbraun gebacken. Wir lassen ihn nun ca. eine halbe Stunde abkühlen, bevor wir den Ring öffnen. Wenn der Kuchen etwas abgekühlt ist, nehmen wir ein Messer und fahren damit am Rand des Rings entlang. Anschließend können wir diesen öffnen. Nun müssen wir den Kuchen noch von dem Bodenblech lösen. Wir nehmen dazu wieder ein großes Messer
und fahren einmal um den Kuchen herum, sodass er sich gut löst. Normalerweise klebt dieser auch nicht so stark fest und es geht ruckzuck. Nun ist der Kuchen auch schon fertig. Ich schneide mir hier gleich noch ein Stück heraus, da ich jetzt richtig Hunger bekommen habe. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch schmecken und würde mich freuen, wenn ihr auch bei meinen anderen Videos mal reinschaut.